Guten Morgen und herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, Genossen und Aktivisten der ersten, letzten, mittleren Stunde, was auch immer. Ja, der macht hier weiterhin seine Runden und holt das Gras runter. Ich habe das auch mal vollautomatisiert, das heißt auch mit Abfahrkurs etc. etc. Das läuft soweit. So, dann, so sieht es bei uns aus. Es ist alles angesät, es ist alles gedüngt, es ist alles mit Pflanzenschutz bearbeitet, so wie es sein soll. Auch die 25, unser letztes Feld, das heißt, es steht eine ganze Schlange an der Waschstraße, die gewaschen werden muss. Aber das machen wir ein bisschen später. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz überlegen, wo steht er? Hier steht er. Da springen wir mal rein. Denn ich habe nämlich einen neuen Mod. Haha. Und zwar haben wir uns was geleistet. Ja, ich tue den nochmal abkoppeln. Und zwar ist das ein Fortschritt SHA Auflieger. Der hat einen unglaublichen Preis von 1000 Euro, sagen wir mal, Mark der DDR, wie auch immer. Wenn ihr den im Shop kauft, ist natürlich überhaupt kein realistischer Preis. Wir gehen einfach mal davon aus, dass das Gerät ausrangiert wurde bei einer anderen LBG. Die brauchen das nicht mehr, zu unpraktisch, was auch immer. Wir haben ein Schnäppchen gemacht und haben den uns zugelegt. So soll es sein. Ja, 55.000 Liter Fassungsvermögen, das ist eine ganze Menge. Und er steht auch schön alleine, also das ist auch kein Problem. Ja. Und ich habe damit heute Nacht schon mal ein bisschen Gras verteilt, weil ich habe die Nacht ein bisschen durchgearbeitet. Dann habe ich ein bisschen gespult, weil es mir dann zu lange gedauert hat. Und ich habe schon mal etwas in die Silos gefahren, nämlich Gras. Also hier, ihr seht, wenn der füllt die Grasdecke oder was auch immer ihr reinfüllt, ist gleich gefüllt. Ihr könnt verschiedene Sachen reintun. Also kurz gesagt eigentlich fast alles. Von der Kartoffel über Getreide, über Gras, Heu. Na, ihr seht es hier. Also es ist wirklich sagenhaft, was hier alles reinpasst. Bin da richtig erstaunt. Sogar Schweinefutter. Na, das könnte vielleicht... Weiß ich nicht, ob das Mist ist. Und dann eben die anderen Früchte, ne? Kalk etc. etc. Also da passt jede Menge rein. Und wir haben ja unser Zugfahrzeug, unseren IFA. Und den setzen wir einfach davor und dann geht's los. Ihr seht hier die Kolonne an der Waschstraße. Ja. Wir sind gestern Abend mit allen Feldern fertig geworden. Das ist wunderbar. Wir befinden uns übrigens im Mai und natürlich hat, um das nochmal zu zeigen, die BGA natürlich, ich habe gestern unsere ganze Silage aus dem Lager verkauft. Und da jetzt neues Gras reinkommt und wir das fermentieren, brauchen wir das alte nicht mehr. Ich habe es, wie gesagt, in die 1000 Euro für den Kauf des Fahrzeugs, Kraftstoff und hier eben, wie gesagt, von der BGA-Einnahmen 91.000. Wir müssen trotzdem noch Gehälter zahlen. Wir befinden uns rein rechnerisch im Mai. Von der Wachstumsstufe ist das natürlich nicht so. Aber ich würde das dann einfach mal auch in der nächsten Zeit etwas überspringen. Aber ich habe nicht genug Geld, um das zu bezahlen. Weil momentan bis zum 1.7. müssen wir noch ausharren. Erst am 1.7. haben wir Sonderregelungen, Sondergesetze hier und bis dahin müssen wir noch ein bisschen Schulden anhäufen, wahrscheinlich. Erstens für unsere neuen Mods, zweitens für unsere Mitarbeiter. Heißt im Klartext, Schulden werden wieder nach oben gehen und ihr seht hier eine wunderbare Animation, wie er entlädt. Ich finde das eigentlich total prickelnd. Ich war natürlich ein bisschen eierig, aber so sieht es dann aus, ne? Und wir machen gleich nochmal eine Fore und dann würde ich nämlich gerne mal testen, ob der irgendwo, wenn der abkippt, eine Grenze erreicht, dass er nicht mehr abkippt. Das würde mich persönlich nochmal interessieren, deswegen machen wir dasselbe gleich nochmal. Und wenn wir das gemacht haben, dann verkaufen wir ein bisschen Milch, denn wir können heute 2 Ladungen Milch verkaufen. Wir haben 58.000 Liter. Das können wir noch mitmachen, zumindest eine davon. Und das bringt uns schätzungsweise nochmal 30.000, da sind wir bei 120. Da können wir ganz locker die Lohnzuschüsse zahlen, die diesen Monat anfallen, also sprich die Löhne im Ganzen. Na, ihr wisst ja, wir kommen ungefähr mit unserer Hofarbeit auf 70.000 Lohnkosten durch die Helfer und 100.000 tue ich einfach nochmal drauflegen, weil wir haben ungefähr 160 Mitarbeiter und ein Bauer hat zu DDR-Zeiten ca. 1000 Mark verdient.
Das war nicht schlecht. Also wirklich nicht schlecht. Teilweise ist es natürlich auch immer schwere Arbeit, ne? Aber das kommt immer darauf an, was man macht. Ja. Der Schlecker da hinten. Ja, und ich würde ihn jetzt einfach mal reinfahren und dann würde ich den einfach mal an der Stelle abkippen lassen. Und ihr seht hier so schön der Hopfen für die Bierproduktion in unserer Republik. Wirklich wunderbar. Bin gespannt, was das für einen Preis gibt. Auf alle Fälle ist Hopfen ja sehr ergiebig bei der Ernte hier im Landwirtschaftssimulator. Da wird bestimmt eine ganze Menge dran rumkommen. Zumal es auch hier ein nicht so kleines Feld ist, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So, und ich fahre mal hier rein. Und wir machen das einfach mal hier an der Stelle, wo nichts liegt. So, ein kleines Stück zurück. Und ich drücke mal drauf. Also das ist wirklich nicht schick, ne? Und ihr seht es hier, er wächst in die Höhe. Aha. Also der kippt aus auf Biegen und Brechen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ah, da gehe ich feste. Da gehe ich ja feste. Also der kippt wirklich aus auf Biegen und Brechen. Okay. Ja, 55.000 Liter, das ist natürlich schon eine schöne Hausnummer, ne? Da können wir nichts anderes drüber sagen. Das ist wirklich sehr nett. Ja, natürlich haben wir gestern auch noch ein bisschen Mist reingeschüttet, ganz klar. Im Moment brauchen wir erstmal nicht mehr so viel Mist. Wir haben ja auch Düngefahrzeuge. Wenn es natürlich passt, nehmen wir das gerne. Wenn es alle ist, nehmen wir dann unsere Spritzen, unsere Spritzfahrzeuge. So, aber in der BGA bringt das natürlich auch kein schlechtes Geld. Deswegen wäre eigentlich zu überlegen, ob wir es nicht wirklich in die BGA schaufeln und uns modernes Spritzgut kaufen. Wäre vielleicht mal so ein Gedankenanstoß. Ja, ja, die von der Wiese unten im Süden, also auch vom Feld 1, kommt ja sehr viel Gras rein. Also ich weiß gar nicht, wo wir das erste Mal, glaube ich, geschaut haben. Oder die erste oder zweite Fuhre reingefahren hat, waren wir so bei 330.000. Ja, wo ich angefangen habe, waren wir bei über 800.000. Wir haben jetzt, das ist jetzt die sechste Fuhre, das heißt 330.000 Liter Gras sind da schon drin. Ich glaube, wir haben einen Satz von 500 pro 1000 Liter. Da kommen gut und gerne 400.000 um die Ecke. Ja, und das Gras von der 1 ist noch nicht beendet. Ja, so sieht's aus. Das ist schon eine kleine Hausnummer, ne? Ja. Haben wir es ein bisschen lang gezogen. Ja, und das ist er. Das ist der neue große Ladewagen, der ist natürlich auch was für den Häcksler 281. War das der 281er? Der bei uns nicht so wirklich richtig gut funktioniert hat. Wenn ich den natürlich nochmal kaufen würde und auf Kurs setzen würde, würde der natürlich jetzt hier eine ganze Menge zu tun haben, bis der den erstmal voll gemacht hat, ne? Also da, das ist natürlich dann eine andere Hausgeschichte. Aber mit den Ladewegen funktioniert es ja auch super. Und da müssen wir, glaube ich, erstmal nicht andere Technik wieder kaufen. Also den würde ich sowieso nicht mehr kaufen. An dem Mod hat sich ja nichts geändert. Aber es gibt natürlich Nachfolger. Ne? Ja, und den habe ich schon runtergeladen und den wird es dann irgendwann auch mal zu sehen geben. Spätestens vielleicht, wenn die Maisernte losgeht. Lassen wir uns überraschen. Ja. Ja, momentan nehme ich in der Woche 16 Folgen auf. Bunt durch den Gemüsekarten. Freitags und am Sonntag kommen ja von 4 Projekten jeweils 3 Folgen. Und Montag bis Donnerstag sind auch nochmal 4. Das heißt, wir sind dabei 16 Folgen, die ich aufnehme. Unterschiedlichster Art, momentan von 20 bis 40 Minuten, teilweise auch länger.
eventuell auch mal ein bisschen kürzer. Das ist natürlich schon was, ne? Ich schaffe es einfach Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nicht zwei Folgen zu bringen. Deswegen bringe ich dann noch am Wochenende etwas. Und das ist eigentlich das Ganze dahinter, warum es so ist, wie es ist. So, die Ladung machen wir hier noch. Hauen wir einfach nochmal drauf. Einfach mal hier. Ich hoffe, wir kommen durch. Ah, ich glaube, das sieht gut aus. Ja. Schauen wir mal nach hinten. Ja, jetzt haben wir natürlich einen schönen Haufen gemacht, kein Problem. Noch fährt er sich hier den Weg durch die Walachei, aber ja, wie gesagt, ihr könnt damit auch Stroh, ihr könnt damit Getreide vom Feld holen, ihr könnt Häckselgut, Saatgut war es jetzt, glaube ich, nicht, aber Kalk, Schweinefutter, also alles, was so anliegt. 1000 Dublonen will der Shop dafür haben. Ein sehr preiswerter Mod. Ich glaube, das ist ein Fantasiebau. Den gab es so nicht. Ich glaube, den gab es so nicht. Na, nur mal so zur Info. Ich glaube, das steht auch, wenn ihr den Mod runterladet, steht das auch in der Beschreibung. Ja. Und ich zeige es nochmal. Ich stelle den nochmal hier hin. Ich zeige es nochmal. Das ist der Fortschritt SHA Auflieger. Ja. Einfach LS 19. Freizeichen, Fortschritt, SHA, Auflieger und dann bekommt ihr da sicherlich eine Verlinkung. Ich kann euch nicht sagen, was ich hier für eine Version habe. Ich weiß auch nicht, ob es da mehrere Versionen gab. Das ist einfach so, ich habe die Mods schon zu lange und ich kann selber nicht mehr sagen, wo ich sie runtergeladen habe. Ich nehme einfach, ich mache es genauso wie ihr, ich gebe es das in den Browser ein und dann suche ich nach diesem Mod, welche Seite mir das anbietet. Kenne ich die Seite, ist die vertrauenswürdig, gehe ich da drauf, lade den runter, teste den nochmal in einer anderen Spielebene auf meinem Test, Spiel, sage ich mal, ob der genauso ist wie der, den ich hier schon Ewigkeiten habe. Und ist es der Fall, bekommt ihr die Verlinkung. Ja. So mache ich das. Nur mal zum Ablauf. Wie gesagt, die meisten Mods, 99,9%, habe ich einfach schon. Halt, das war falsch. Zu lange. Ja. Ja, ansonsten, wie geht's weiter hier? Und natürlich steht demnächst die Erntezeit an. Da kommt natürlich wieder jede Menge Geld rein. Aber wir werden es auch brauchen, denn ich will euch ja noch weitere Mods vorstellen in den letzten Zeit, die noch bleibt. Für diejenigen, die dann nicht auf den 22er wechseln, sondern hier weiterspielen. Es gibt ja immer noch viele, die auch die anderen jüngeren Generationen vom LS spielen und das mit Leidenschaft. Es gibt sogar noch Modder, die dort immer noch weiter modden für diese Spiele. Das ist echt sagenhaft. Auch für den 17er wird noch weitergemacht. Da war ich sehr erstaunt, wo ich mal wieder auf diversen Seiten geschaut habe, was es so Neues gibt. Und mein Fazit ist, ich habe auf den 17er mehr Stunden hier als auf dem 19er. Ich muss auch sagen, ich bin sehr spät, obwohl ich den schon hatte, den 19er, bin ich sehr spät für immer hier rüber gewechselt. Ich habe den 19er, den 17er einfach geliebt. Oh, Entschuldigung. Ich habe den 17er einfach geliebt, weil es eben so viele Mods gab, so viel Spezielles und auch vieles, was hier im 19er nicht funktioniert hat. Na, wenn wir zum Beispiel an die Flugzeuge denken. Oder ich fand auch diesen UFO-Bot im 17er total genial. Ja, da konnte man sich für einen Euro ein UFO, sag ich mal, an den Himmel setzen, was dann aufs Feld geleuchtet hat. Und wenn es nachts mal dunkel war, setzt man sich da 10 UFOs hin, hat 10 Euro Währung gekostet, Pfund, Euro, Dollar, was auch immer ihr hattet, eingestellt und dann habt ihr 10 UFOs gehabt, die sind geblieben. Weiß ich gar nicht, wie lange die geblieben sind. Ich habe die nie gelöscht. Irgendwie. Auf alle Fälle haben die mir nachts das Feld beleuchtet. Das war eine ganz geile Sache eigentlich unterm Strich. Sowas kann man natürlich auch in RP-Projekte total genial einbauen. Jetzt sind wir vorbeigefahren. Das ist natürlich auch eine ganz schicke Sache irgendwo unterm Strich. Wenn man sowas hat. Leider ist das hier nicht so der Fall. Auch einige Karten haben sich leider verändert, so dass sie mir nicht mehr gefielen. Ich habe im 17er eine schöne Karte gehabt, da gab es in drei Versionen.
Die dritte Version war mir leider nie zugänglich. Die konnte ich nie runterladen. Dieser Link hat nicht funktioniert. Ich denke mal, der Eigentümer hat sie dann wieder runtergenommen. Und zwar war es die La Butte du Mont. Sie ist am Ende, also es heißt eigentlich am Ende der Welt, wenn man das so sagen will. Manche würden sagen, vielleicht am Arsch der Welt. Aber es heißt am Ende der Welt. So hat es der Modder jedenfalls gemeint. Es ist eine französische Karte. Es ist eine der schönsten Karten, finde ich, rundherum alles so. Also französische Karten haben allgemein ein besonderes Flair, muss ich sagen. Das hat aber hier im 19er, fand ich, nicht wirklich so prickelnd funktioniert. Die französischen Karten sind für mich relativ spät gekommen. Um es genau zu sagen, erst letztes Jahr im Herbst oder zur Jahreswende jetzt sind gute rausgekommen. Auch nochmal im Frühjahr jetzt. Aber das ist für mich einfach zu spät. Die absolut dabei waren, waren diesmal brasilianische Karten. Das muss man sagen, also Südamerika. Und ja, also die haben diesmal wirklich sehr viele Karten gehabt. Auch wirklich, da weiß man eigentlich gar nicht, welche man nehmen sollte. Wie gesagt, ich habe da auch eine schöne Mod-Vorstellung oder Kartenvorstellung, nicht Mod-Vorstellung, Kartenvorstellung für die Granja Guara. Ich weiß, ich habe es nicht richtig ausgesprochen, aber es ist nun mal so, ich kann kein Portugiesisch. heißt so viel, also das Granja steht wohl, oder Granja steht wohl für Farm oder Bauernhof. Und Guara soll eigentlich die Mango sein, aber da scheiden sich irgendwie die Geister. Wie auch immer, also Mango-Farm im Endeffekt. Das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Auch die südbrasilianische ist eine sehr schöne Karte. Beide haben ihre Gemeinsamkeiten, aber auch ihre unterschiedlichen Flairs. Auch Spanien hat, da gab es auch zwei, drei schöne Superkarten im 19er. Ja, Italien möchte ich mal die Italian Rice erwähnen. Die gab es dieses in dem 19er Version auch in einer XL Version. Das hat mich sehr überrascht. Und ja, das sind einfach für mich schöne Karten. Und ich fände es eben schön, wenn die großen YouTuber, um das mal so direkt zu sagen, meine Kollegen, nicht immer nur dasselbe spielen würden. Das ist irgendwie, ich weiß, es wollen 50.000 Mann dieses sehen, dass es unbedingt die NF Marsch ist und dann muss da unbedingt die größte Technik sein. Man kann auch mit kleiner Technik Spaß haben und man kann auch mit kleinen Karten Spaß haben. Besonders wenn sie wie die französischen Karten so schön gemacht sind. Das muss man nur so direkt sagen. Ja. Und wir haben 54.000 Liter noch drin, das heißt, über Nacht ist was dazugekommen. Ich hatte nämlich gestern Abend schon abgetankt, den Tanker hier voll gemacht. So, das nochmal dazu. Also ich hätte gerne die La Butte du Mont, hätte ich gerne gespielt. Sie kam im Dezember raus letzten Jahres. Ich habe sie mir angeschaut und für mich hat sie Fehler ohne Ende gehabt. Das ist sehr schade, weil auf die Karte habe ich gewartet. Und ich weiß nicht, was, warum der Modder sie nicht eher gebracht hat. Im 17er war das eine Spitzenkarte. Es war jetzt keine Industrie verbaut, aber es waren enge Gassen, enge Feldwege. Es war wirklich, man könnte fast sagen, es war wirklich am Ende der Welt, ne? Um das mal so zu sagen. Kleine, enge Gassen, asphaltiert, kleine steingemachte Brücken. Also große Technik war dort völlig fehl am Platz. Ne? Dann gab es die Version 2, da gab es dann so eine Expansion, was die Fläche angeht. Da konnte man dann über diese Klippe fahren, rüber und die andere Seite. Und dann gab es noch die dritte Version. Wie gesagt, die war mir leider nicht zugänglich. Ich habe sie zumindest nicht gefunden zum Download. Und die war dann nochmal ein Zacken schärfer. Wie gesagt, keine große Industrie verbaut oder ähnliches. Auch nicht wirklich Platz, um da was zu setzen, aber es war ein gemütlich französisches Flair, ganz in Ruhe Landwirtschaft. Chillig, also echt chillig. Und das sind die meisten, die französischen Karten sind so aufgebaut. Das ist eigentlich auch bei den britischen Karten so. Jetzt mal abgesehen vielleicht von der Chellington, die ja doch eine riesen Karte ist. Aber es gibt da wirklich kleine, gemütliche britische Karten oder auch irische Karten. Das macht wirklich Spaß, die zu spielen. Auch die, wie gesagt, die brasilianischen haben was für sich. Ich bin eigentlich ein großer Neuseeland-Fan. Und nun im 19er gab es von dem Case 64 3, 4 Neuseeland-Karten.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte niemanden zu nahe treten, aber er ist Neuseeländer, ein Ur-Kiwi sozusagen. Aber naja, unterm Strich für mich hatte das nicht wirklich viel mit Neuseeland zu tun. Ich war dort im Urlaub, ich habe mir es angeschaut. Ist ein sagenhaft schönes Land. Aber mir hat da was gefehlt. Es gab im 17er einen Modder, und zwar den Smith 95. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Der hat drei oder zwei, jetzt muss ich kurz überlegen, eins, zwei. Ne, der hat drei Neuseeland-Karten herausgebracht. Drei Stück. Die waren, sind wir ehrlich, die waren nicht gut gemacht. Die waren, hatten ihre Schwierigkeiten. Da sagen wir es mal so, nicht, die waren nicht gut gemacht, die hatten ihre Schwierigkeiten. Da waren also manchmal Dinge auf dem einen Feld zum Beispiel, konnte man nicht durch das Gitter durchfahren, weil da irgendwie noch eine Barriere war. Nur mal so, aber ich meine, bei 60 Feldern ist das, glaube ich, kein Problem, da mal ein Feld vielleicht nicht zu benutzen. Wassertrigger musste man suchen, bis man die gefunden hat. Das war sehr tricky gemacht, aber rückwirkend betrachtet, geile Sache. Also das muss man erstmal wissen, dass das bei ihm der Wassertrigger war. Aber sie waren sehr ursprünglich neuseeländisch. Es gibt auch von dem Entschuldigung, von dem Smith 95 für den LS19 eine Neuseeland-Karte. Ich habe sie mir letztes Jahr im Herbst runtergeladen. Ich habe sehr lange darauf gewartet, genauso wie 10.000 andere. Er hat es über seinen Facebook-Account, könnte man das runterladen. Also über seine Facebook-Seite. Da war das irgendwie angegeben und da konnte man die runterladen. Hat auch alles funktioniert, oh, reibungslos. Ich habe sie mir angeschaut und ja, das ist eine neuseeländische Karte. Punkt. Das ist eine neuseeländische Karte. Aber wie soll ich das dezent sagen? Sie war mir zu klein, obwohl sie eigentlich nicht klein war. Aber es war auch zu. Die war noch nicht fertig, meines Erachtens. Also da fehlte noch irgendwas. Na, das muss man so sagen, das ist fast wie im 17er. Ja, die Karten sind schön gemacht, aber irgendwie fehlt was. Als wäre unterwegs der Strom ausgegangen, sage ich mal so. Ne? Die Lust an Detail. Ich weiß, so eine Karte zu machen, das ist Wahnsinn. Da braucht mir keiner erzählen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele 100 Stunden, vielleicht sogar 1000 Stunden hier in dieser Karte stecken, um die ganzen Gebäude zu setzen. Diese Platten hier, was ja alles so Wegstrecke ist hier. Man sieht es ja auch, dass es so ein bisschen schräg abgehackt ist. Das sind also so Wegblöcke, die hier gesetzt worden sind. Dann muss das alles ins Terrain passen, dann muss das angepasst sein. Ne? Dann sagt man irgendwann noch mal, ja, zu viel Feinschliff müssen wir vielleicht auch nie machen. Das war vielleicht die DDR. Alles richtig. Und naja, hin wie her. So. Und da muss ich eben sagen, das ist eine Heidenarbeit. Ich weiß es. Na, oder schaut euch die Hof Bergmann an, der Farmer Andy, was der dort alles selber programmiert, macht und mehrt und dort einfügt. Ob das der kleine Milchwagen ist, ob das eigene Kühe sind von der Aussehen her, dass du das Aussehen der Kühe verändert, das ist einfach Wahnsinn. Ne? Das ist aber dann auch der Nachteil, dass diese Karte dann vielleicht mit manchen Mods überhaupt nicht kompatibel ist. Ne? Das ist dann eben der Nachteil. Aber unterm Strich muss ich sagen, ich liebe Neuseeland, ich liebe die Karten, aber die von Case 64 sind gut. Er hat ja auch noch amerikanische Karten gemacht und hat auch den ein oder anderen Mod rausgebracht, also CAZZ64. Einfach mal googeln, wen das interessiert. Der hat da wirklich eine ganze Menge gemacht, aber unterm Strich fehlt mir was. Das ist das typisch Neuseeländische, die Kiwi-Farm zum Beispiel. Oder wer schon mal in Neuseeland war, an dem Straßenrand, da gibt es nicht nur frei, da gibt es auch Zäune an den Feldern. Ne? Da gibt es also Holzzäune, da gibt es auch, was ist denn das, solche Weidenarkaden, also als Grundstücksabgrenzung. Und meistens sind dahinter dann, naja, wie soll ich sagen, Kiwi Farms oder sowas. Kiwi Farm ist auch eine richtig geile Sache eigentlich unterm Strich. Ne? Ich fände auch zum Beispiel auch eine japanische Karte absolut scharf. Warum? Weil man mit so einer kleinen Reismaschine da in diesem Wasserbett
dann den Reis setzt, ne? Und dann mit einem Spezialmähwerk oder Mähdrescher, so einen kleinen, tut man das dann ernten. Das ist absolut prickelnd, finde ich. Aber gibt es leider nicht. Vielleicht findet sich mal ein Modder, der sowas macht. Ich bin auf alle Fälle dafür offen, das vorzustellen und darauf auch ein Let's Play zu machen. Ja. Und natürlich freue ich mich ganz besonders hier auf diese Karte, wenn diese wieder erscheint. Es wird mit Sicherheit nicht so ein heftiges Let's Play wie hier mit 120 Folgen. Wir sind ja auch noch nicht am Ende. Der 19er lässt noch ein bisschen auf sich warten. Ich denke, da kann durchaus noch was gehen hier. Mods haben wir auch noch jede Menge. Dass es mindestens noch für 20, 30 Folgen reicht. Wenn nicht sogar noch mehr. Ja. Aber das sind nur so Vorschauen, was sein könnte. Es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwann die 300 Folgen hier knacken. Das kann natürlich auch passieren. Ja. Momentan, wie gesagt, kommt die Halle-Turnau immer am Wochenende, freitags und am Sonntag. Erstens, ihr habt Zeit, ihr könnt es schauen. Und natürlich ist da natürlich mehr Nachfrage da. Das war eigentlich der Grund, warum ich es dorthin gelegt habe. Das ist einfach so. Wenn ich das jetzt Mittwoch oder Dienstag veröffentliche, dann sind da nicht ganz so viele Zuschauer dabei. Das ist leider schade, aber das ist so. Ich weiß, es gibt auch viele, die schauen sich dieses Playlist dann später an oder andermal. Das ist auch so eine Sache. Aber ja. So, wir haben 140.000 Mark. Ich würde sagen, ich überweise jetzt erstmal die 100.000 für die Löhne. Wie gesagt, wir sind im Mai, wir müssen noch einen Monat durchhalten und dann wird es, glaube ich, richtig teuer für uns. Aber alles zu seiner Zeit. Ich hoffe, dass bis dahin dann auch die ersten Früchte reinkommen und wir da Geld verdienen, jede Menge. Ja. Ja, man kann sagen, ich glaube, am Tag haben wir so 50.000 Liter Milch, vielleicht auch mehr. Das entspricht also ungefähr 35.000 Mark, die wir mit den Kühen einnehmen. Wie das zum Verhältnis zum Futtererwirtschaftung steht, die Kosten, das kann ich leider nicht gegenüberrechnen momentan. Dafür sind es zu viele Faktoren. Das müsste man genau auseinandernehmen. Da bin ich aber stundenlang beschäftigt, das auszurechnen. Hupsala. Deswegen lasse ich das mal im Raum stehen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Ein netter Kommentar wäre auch mal was. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf bald und ciao, ciao.